verwenden es täglich. Trotzdem führt es in vielen Haushalten ein Schattendasein. Öl. Dabei ist Öl nicht einfach nur Fett, sondern meistens ziemlich gesund und lecker. Sorten gibt es viele, doch welches Öl benutzen die meisten so? Olivenöl, Distelöl, Sonnenblumenkernöl, Rapsöl, Olivenöl und Sonnenblumenöl. Olivenöl und Rapsöl. Die Ludwigsburger mögen es vielfältig. Die meisten Deutschen benutzen vor allem Rapsöl. 62% Marktanteil, zumeist aus heimischem Anbau. Und gesund soll es auch sein. Jürgen Kraut, Gesundheitswissenschaftler und Ölmüller aus Illingen im Enzkreis, klärt uns auf. Rapsöl gilt als sehr gesund, vor allen Dingen wegen der günstigen Zusammensetzung der ungesättigten Fettsäuren. Rapsöl hat auch einen sehr hohen Gehalt an Vitamin E. Vitamin E ist ein Antioxidant. Das heißt, da wird unter anderem Zellalterung vermindert. Auch die Nummer 2, das Sonnenblumenöl, hat's in sich, bietet meist sogar noch mehr Vitamine als Rapsöl und soll zudem entgiftend und entschlackend wirken. Kaltgepresst schmeckt es deutlich nach Sonnenblumenkernen. Allerdings wird sowohl Sonnenblumen als auch Rapsöl meist nicht kaltgepresst, sondern in der Raffinerie bearbeitet. Zwar gehen Inhaltsstoffe und geschmackliche Eigenarten verloren, aber damit ist das Öl vergleichsweise neutral, was bei vielen Speisen ja auch gut und gewünscht ist. Zum anderen habe ich ja eine hohe Erhitzbarkeit, das heißt, ich kann anbraten, ich kann sogar frittieren mit diesen raffinierten Ölen. Außerdem sind sie meist preiswerter als kaltgepresste Öle. Wie Kaltpressung funktioniert, weiß Ölmüller Jürgen Kraut. Kaltpressung heißt, dass man die Temperaturgrenze von maximal 40 Grad einhält. Das heißt, die Saat und auch das spätere Öl darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 40 Grad erwärmt werden. Sowohl die Geschmacksqualitäten als auch die Inhaltsstoffe sind vollständig erhalten. Wie etwa beim Olivenöl, der Nummer 3 auf der Beliebtheitsskala, das fast immer kalt gepresst wird, aber trotzdem hitzebeständig ist. Und es bietet echte Gesundheitsvorteile. Olivenöl hat vor allen Dingen einen sehr hohen Gehalt einfach ungesättigter Fettsäuren und ganz wichtig Polyphenole. Das sind Antioxidantien, die sich sehr günstig auswirken auf die Zellmembran, also Gefäßwände. Insofern spricht man nicht umsonst davon, dass ja, Olivenöl sehr gut gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt. Immer diese ungesättigten Fettsäuren. Was ist das eigentlich? Oh Leute, das kann ich nicht direkt erklären. Würde ich jetzt einfach mal raten, dass das langkettige Öle sind. Was kann das? Das klingt gesund halt. Ja. Das klingt gesund, ja, ist gut. Mit Sicherheit. Ach, ja. Was genau daran so gesund ist, fragen wir den Fachmann. Den Omega-3-Fettsäuren werden drei hauptsächliche Wirkungen zugeschrieben. Zum einen die günstige Wirkung auf die Zusammensetzung der Blutfettwerte, vor allen Dingen Cholesterin senkend. Als zweites eine entzündungshemmende Wirkung und als drittes dann die Stärkung der Immunabwehr. Besonders viele ungesättigte Fettsäuren finden sich in Leinöl, fast 60%, so viel wie in keinem anderen Öl. Gewonnen wird es aus den Samen der Lein- bzw. Flachspflanze, einer der vielseitigsten und ältesten Kulturpflanzen. Leinöl wird deshalb oft eher als eine Art Naturheilmittel eingesetzt, als zur täglichen Verwendung in der Küche. Schade eigentlich. Vier Öle haben wir schon kennengelernt. Wollen nun wissen, ob Passanten in Ludwigsburg die Öle am Geschmack erkennen können. Mmh. Oh, das ist bitter. Ja, wenn man es jetzt länger im Mund drin hat, dann schmeckt man Nuss. Genau. Das Olivenöl. Haha. Raps. Würde ich sagen, das Sonnenblume und das Leinöl. Oder umgekehrt. Ah, super. Falsch. Gar nicht so einfach bei der Vielfalt. Auch in Sachen Qualität. Denn auf die Flaschenetiketten kann man sich nicht immer verlassen, haben zumindest Tests verschiedener Olivenöle ergeben. Dort fielen die meisten durch.
Wer sicher gehen will, gutes Öl zu kaufen, sollte darauf achten, dass Herkunftsland und Erzeuger auf der Flasche angegeben sind und sich beim Preis über die Herstellung bewusst sein. Aus einem Kilo Oliven gewinnt man etwa 130 Milliliter Öl. Und wenn man das in Relation setzt, dann weiß man auch, ja, ein gutes Olivenöl kann der Literpreis eigentlich nicht unter 20 Euro liegen. Wenn es nicht unbedingt allerhöchste Qualität sein muss, können aber auch günstigere Öle vom Discounter eine Alternative sein. Einige Oliven- oder Sonnenblumenöle zum Beispiel haben bei Tests immerhin befriedigende Ergebnisse erzielt. Zum krönenden Abschluss was ganz Edles, Walnussöl, flüssiges Gold mit besonders nussigem Aroma zum Salat oder über gedünstetes Gemüse. Außerdem empfiehlt Jürgen Kraut Walnusspesto. Walnüsse, getrocknete Tomaten, Knoblauch, Parmesan, Zitrone, Petersilie und Walnussöl pürieren. Fertig. Schmeckt gut über Pasta oder auf Baguette und gesund ist es obendrein, beinhaltet es doch sehr viel Lecithin. Lagert man das Walnussöl dunkel, luftdicht und kühl, bleibt es gut ein Jahr schmackhaft und vollwertig. Und das gilt für alle Öle. Am besten kühl und dunkel aufbewahren.